Diesen Klausurenkurs brauchst du, um das Steuerberaterexamen erfolgreich zu meistern. Kaum einem Thema wird so viel Bedeutung und Beachtung beigemessen wie dem Thema Klausuren respektive der Auswahl der richtigen Klausuren. Deswegen wollen wir heute mal konkret draufschauen, was denn konkret die richtigen Klausuren sind und für welche du dich entscheiden solltest, worauf es dabei ankommt, das in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Diesen Klausurenkurs brauchst du, um das Steuerberaterexamen erfolgreich zu meistern. Mein Name ist Malu Steinecke, ich bin Steuerberater und Dozent und Geschäftsführer der ESH Examensvorbereitung GmbH. Gemeinsam mit unserem Team helfen wir dabei, dass auch du dein Steuerberaterexamen individuell und erfolgreich meistern wirst. Und in meiner täglichen Arbeit bei ESH habe ich schon sämtliche Klausurenkurse gesehen und könnte dir jetzt sagen, das ist der qualitativ beste Kurs, den brauchst du auf jeden Fall, um das Steuerberaterexamen zu bestehen. Ist das jedoch die richtige Frage, die du dir stellen solltest, wenn es um das Bestehen geht? Die Antwort ist definitiv nein. Schauen wir aber differenziert drauf, warum so viele diesem Irrtum unterliegen. Viele denken, wenn sie mit Freunden sprechen, die das Steuerberaterexamen schon mal geschrieben haben, entweder erfolgreich oder nicht erfolgreich, dass sie mit denjenigen sprechen und natürlich genau diese Fragen stellen. Welchen Kurs hast du besucht? Welchen Kurs kannst du mir empfehlen? Und die Antwort wird immer auf Basis dessen getroffen, was derjenige gemacht hat, respektive wie erfolgreich derjenige mit dem jeweiligen Kurs gewesen ist. Denn wenn du bestanden hast, dann wirst du sagen, ja, diese Klausuren, da sind Themen drangekommen, die auch im Examen drangekommen sind und deswegen, du musst auf jeden Fall diesen Anbieter mit dem Kurs XY wählen, weil der hat mich richtig gut vorbereitet. Ein anderer Teilnehmer sagt vielleicht, der durchgefallen ist, ich habe den gleichen Kurs besucht, da kannst du dich auf jeden Fall nicht drauf verlassen, da bin ich durchgefallen, da sind dann ganz andere Themen im Examen drangekommen, ein paar Treffer waren vielleicht da, aber ich war überhaupt nicht gut vorbereitet mit der Auswahl des gleichen Kurses. Und je nachdem, mit wem du jetzt sprichst, ist deine Antwort bzw. deine darauf basierende Auswahl des Kurses unterschiedlich. Woran liegt das jetzt, dieses Bedürfnis der Prüflinge von dir, diese Fragen zu stellen? Einem anderen Teilnehmer, der erfolgreich war, der nicht erfolgreich war, ist vollkommen nachvollziehbar, menschlich und auch von einem grundsätzlich positiven Gedanken her ausgehend. Man will sich andere Leute anschauen, die es erfolgreich geschafft haben oder aus den Fehlern von anderen lernen. Und deswegen ist die Frage, hey, welchen Kurs kannst du mir denn empfehlen? Nachvollziehbar. Sie ist aber definitiv nicht die richtige Frage, die dich erfolgreich machen wird. Warum denken wir aber nun so, wenn wir genau diese beiden Szenarien betrachten? Das ist der sogenannte Confirmation Bias, zu Deutsch der Bestätigungsfehler. Wir glauben etwas oder wir kriegen etwas eingetrichtert, zum Beispiel der Kurs ist gut, der Kurs ist nicht gut. Und dann ist die nächste Frage, die wir uns stellen, okay, wie sind denn die Ergebnisse in dem Moment mit diesem konkreten Klausurenkurs in diesem Beispiel? Du siehst dann derjenige, der bestanden hat mit dem Kurs und der dir dann noch sagt, dieser Klausurenkurs hat mich dahin gebracht. Jetzt denkst du logischerweise und siehst diesen Zusammenhang und ziehst auch genau diesen Rückschluss, dass dieser Erfolg darauf zurückzuführen ist. Eins kann ich dir aber garantieren, die Steuerberaterprüfung, das Bestehen der Steuerberaterprüfung ist deutlich komplexer, als dass du deinen Erfolg von der Auswahl der Klausuren abhängig machen müsstest. Und genauso im umgekehrten Fall, denn du wirst immer wieder Leute finden, die bestanden haben mit dem jeweiligen Kurs und die nicht bestanden haben mit der gleichen Kursauswahl. Was sind denn aber jetzt die richtigen Rückschlüsse, die du daraus ziehen musst? Es kommt nicht auf den Kurs an. Einmal zwischendurch gesagt, ja, es gibt definitiv gravierende und deutliche Qualitätsunterschiede in der Auswahl des jeweiligen Anbieters. Gar keine Frage. Es gibt Klausuren, die sind besser,
die bereiten besser vor als andere. Viel wichtiger als diese Frage, welche Klausuren du aber auswählst, ist die Frage, wie gehe ich denn konkret mit diesen Klausuren um? Denn diese Klausuren zu besitzen, diese Klausuren zu schreiben, werde ich kein Stück voranbringen, beziehungsweise sehr wenig nur. Denn das Entscheidende ist, wie du persönlich konkret mit dem dir zur Verfügung stehenden Material umgehst. Das bedeutet, die einzig entscheidende Frage ist, wie nutzt du das vorhandene Material und wie nutzt du das vor allem für deine Fortschritte? Welche Erkenntnisse ziehst du daraus? Welche Learnings hast du? Und es geht nicht darum, einfach die Klausur zu schreiben und zu denken, ja, damit werde ich jetzt das Steuerberaterexamen bestehen. Dafür ist das Ganze, wie ich eben schon gesagt habe, viel zu komplex und es kommt vielmehr auf diese Fragen drauf an, das Material richtig zu seinem Vorteil zu nutzen. Dafür ist natürlich zunächst einmal entscheidend, welche konkreten Ziele du denn eigentlich verfolgst mit dem Klausurenschreiben. Die meisten würden einfach nur sagen, ich muss eine gewisse Anzahl schreiben, um mich gut vorzubereiten, damit ich die Sachverhalte beispielsweise, die ich in den Klausuren dann gesehen habe, auch im Examen, dass sie nicht neu sind, mir bekannt vorkommen und ich die entsprechend auch lösen kann. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du beim Klausurenschreiben inhaltliche, klausurtechnische, klausurtaktische Fortschritte erzielst, Fortschritte bei den Fußgängerpunkten, bei der Bücheraufbereitung, bei der Routine, Herangehensweisen und so weiter und so fort. Diese Fortschritte basieren aber, wie gesagt, nicht auf der Tatsache, welche Klausuren du konkret ausgewählt hast. Und deswegen ist das eben ein absoluter Bestätigungsfehler. Diese Frage wird aber permanent von allen Prüflingen gestellt, weil sie nachvollziehbar ist. Sie ist aber nicht zielführend. Und die Message ist hoffentlich bei dir angekommen. Und wenn du lernen möchtest, wie du mit dem Material vernünftig umgehst, was denn die besten Klausuren sind, dazu kann ich dich wie immer nur herzlich einladen, dich mal mit uns in Verbindung zu setzen auf ein kostenloses Beratungsgespräch mit unserem Strategieexperten, wo wir dir in 60 Minuten mit dem Experten an Zeit genau rausarbeiten, wie das Ganze für dich und in deiner Situation auch funktionieren kann. Den Link dazu blenden wir wie immer ein und dementsprechend schau nicht zu sehr auf die Auswahl, sondern wie du konkret mit den Sachen umgehst. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.